Hast du den Livestream von miHoYo zum 2.2-Patch von Genshin Impact verpasst? Dann gar kein Problem, denn genau dafür ist dieses Video und somit herzlich willkommen. Ich versuche so schnell wie möglich wirklich durch alle Themen einmal kurz durchzuführen, die es in dem Patch gab. Von daher lasst uns auch direkt loslegen und zwar mit dem einzigen neuen Charakter in dem Patch und zwar Toma. Toma ist ein 4-Sterne-Pyro-Charakter, der mit einem Speer kämpft und aus meiner Sicht wird er Cengcho 2.0, nur halt als Pyro-Charakter. Er kann euch ein Schild geben, Cengcho kann zum Beispiel heilen mit seinen Schwertern und so weiter, also Toma gibt euch ein Schild. Er skaliert auf LP, was sein Ult-Damage angeht, also unter anderem, natürlich auch Angriff, aber auch auf LP, das heißt, ihr werdet ihn mit LP bauen können, um sein Schild stärker zu machen und ein bisschen mehr Damage aus ihm rauszuholen, aus seiner Ult. Seine Ult funktioniert genauso wie die von Cengcho. Während der Ult bekommt ihr bei Cengcho seine ganzen Schwerter, bei Toma bekommt ihr sein Schild. Wenn ihr während der Ult, könnt ihr den Charakter wechseln, ihr macht die ganze Zeit Pyro-Schaden, genauso wie bei den Cengcho-Schwertern und ihr könnt so viele Kombos damit machen, ihr habt permanent den Schild, der Schild skaliert sogar, beziehungsweise er kann sich stacken, also wenn ihr noch Schild habt und das Schild kommt nochmal dazu, dann stackt der bis zu einem gewissen Punkt und so weiter, ihr habt einen richtig, richtig, richtig krassen Schild und während der Ult habt ihr sogar noch zusätzlichen Pyro-Schaden, das heißt, er wird für eine Hutau wird er richtig geil sein als Support. Für ein Child Main DPS, für eine Kokomi und so weiter. Also ihr könnt richtig kranke Kombinationen machen. Ihr könntet theoretisch Cengcho und Toma in ein Team packen und das zusammen mit einer Yula, die halt Physical Damage macht oder so und so weiter. Und während die Ults von Toma und Cengcho an sind, rastet die einfach nur aus mit Vaporize Damage. Also ich bin mega hyped auf diesen Charakter. Es ist mal wieder ein absolut genialer 4-Star und Stand jetzt würde ich jedem empfehlen, diesen zu pullen, weil er eure Teams genauso flexibel machen kann wie ein Cengcho. Ansonsten zu den anderen Charakteren. Es wird ein Child Rerun geben. Ja, schon wieder Child. Es wird der erste Banner sein. Der zweite Banner wird Hutau sein. Ja, Hutau. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute da draußen jetzt Freudensprünge machen. Und in dem Hutau-Banner wird Toma mit drin sein. Das heißt, wenn ihr Toma haben wollt, werdet ihr auf Hutau pullen. Es gibt neue Waffen. Es gibt einen neuen 5-Star-Bogen. Das wird der Child-Bogen sein. Da wird es zusammen mit Child kommen. Es gibt drei neue 4-Sterne-Waffen. Keine Ahnung, wie man die bekommt, ob man die über Quests bekommt. Dann halt so gesehen die Baupläne zum Schmieden, ob die in einem Banner drin sein werden. Ich vermute eher, dass es Bannerwaffen sein sollen. Ob die jetzt bei Hutau kommen werden, ob die bei Child kommen werden im Waffenbanner, wissen wir Stand jetzt noch nicht. Die Effekte von den Waffen haben sie uns auch noch nicht vorgestellt, was ich sehr, sehr schade und blöd finde, aber okay, müssen wir mit leben. Aber auf jeden Fall bekommen wir hier 4 neue Waffen. Es wird eine neue Inazuma-Insel dazukommen, haben wir fast schon gedacht. Es ist, soweit ich weiß, die letzte Insel, die jetzt dazu kommt. Das heißt, Inazuma wäre mit dieser Insel komplett. Also habt ihr aber wieder eine komplett neue Area, falls ihr die dann schon fertig habt, wo ihr auch wieder auf Erkundung gehen könnt, was meiner Meinung nach natürlich sehr, sehr cool ist für die Leute, die draußen sehr viel Genshin Impact daddeln. Es wird natürlich wieder einen Haufen neue Events geben, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Wenn die Events kommen, werden wir uns eh damit wieder beschäftigen, gucken, wie funktionieren die überhaupt und so weiter. Es scheint ein sehr, sehr großes Event zu geben, wie immer in den meisten Patches, was dann immer so 2 Wochen geht. Und aus diesem Event werden wir eine kostenlose Shinyan unter anderem bekommen. Natürlich neben Haufen Urgestein, Materialien, eine Krone und so weiter. Von daher, da brauchen wir, wie gesagt, nicht näher drauf eingehen, meiner Meinung nach. Da, ja, wie gesagt, werden wir drüber reden, wenn die Zeit gekommen ist. Es wird 2 neue Hangout-Events geben oder halt Quests, was auch immer, mit Sayu und Toma. Toma passt, weil er neu ist. Sayu, ich glaube, da freuen sich auch sehr viele von euch auf dieses Hangout-Event, denn ich glaube, da draußen gibt es sehr viele Sayu-Fans. Die Inazuma Housing Area kommt endlich ins Spiel. Was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst den Sakura-Baum auf Level 40 haben, damit ihr diese Inazuma Housing Area freischalten könnt und dann könnt ihr auch endlich Inazuma-themed leben. Es wird sehr viele Housing-Items geben, also dieser Patch wird sehr viele Housing-Items mit sich bringen, die Inazuma-themed sind. Wie gesagt, ihr werdet die Area haben und so weiter. Es wird eine neue Art von Truhen geben, wo ihr sogar neue Baupläne dann findet auf dieser neuen Inazuma-Insel. Es werden neue Gegner ins Spiel kommen und zwar in Form dieser, ich nenne sie jetzt einfach mal Wölfe. Und was an denen sehr besonders ist, ist, dass diese neue Damage-Art, diese Korrosion, die bringen sie mit ins Spiel. Also das, was aktuell nur eine bis 11 gibt, werden diese Gegner mit sich bringen. Das heißt, ihr trefft die Open World und wenn ihr Schaden von denen bekommt, bekommt ihr sofort Korrosion. Euer ganzes Team leidet unter Korrosion. Von daher werden wir auf der neuen Insel und auch in den Abyss-Leveln, wer weiß, wo die ganzen Wölfe im Abyss dann eingesetzt werden, werden Heiler immer, immer wichtiger. Das heißt, wir hatten eine Zeit lang eine Schildmeter, jetzt scheinen wir eine Heiler-Meter zu haben. Na gut, sei es drum.
Der Inventarplatz für Artefakte wird erhöht im nächsten Patch. Das heißt, der Inventarplatz wird von 1000 auf 1500 erhöht. Das heißt, ihr könnt noch mehr Trash-Artefakte stacken und müsst dann, ja, ich sag mal, seltener dann halt welche verkaufen oder halt dann endlich wieder leveln, bevor ihr wieder welche sammeln könnt. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch da draußen ein volles Artefakt-Stack haben oder halt Stash. Von daher, ja, jetzt wird es auf jeden Fall an der Stelle schon mal besser mit 1500 Artefakten, aber gut, ist auf jeden Fall nice to have. Zu guter Letzt, es gibt eine Kooperation von miHoYo oder von Genshin Impact mit Razers. Wird Genshin Impact themed Razer Produkte geben, wo, wenn ihr diese kauft, anscheinend wahrscheinlich einen Code irgendwie dazu bekommt, um euch Belohnungen innerhalb von Genshin Impact abzuholen. Keine Ahnung, was es sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie Items sind, auch wieder fürs Housing. Vielleicht sind es ein paar Urgesteine. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Von daher warten wir doch einfach mal ab, bis das einfach ja halt implementiert wird. Leute, das war's eigentlich schon zu Patch 2.2. Also vielleicht wirkt es wenig, weil wir jetzt hier irgendwie gerade nur knapp 7 Minuten gebraucht haben. Ich glaube, es ist schon eine ganz gute Menge. Die Events finde ich okay, die wirken jetzt nicht so mega krass, also zumindest auf mich haben sie jetzt nicht so mega krass gewirkt. Ich finde es sehr schade, dass Child und Hutao zwei 5-Stars sind, die wir bereits haben, die einen Rerun bekommen. Für den einen oder anderen natürlich aber auch ganz gut eigentlich, um ein bisschen so den Speed rauszunehmen aus dem Game und vielleicht ein bisschen länger jetzt auch wieder zu sparen, was finde ich auch vollkommen in Ordnung ist. Und von daher, ja, teilt mir auf jeden Fall eure Meinung mit, ob ihr euch auf Patch 2.2 freut, ob ihr euch nicht freut, worauf freut ihr euch am meisten vor allem. Und dann würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat meine kurze, schnelle Zusammenfassung des Patches gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video oder einfach im nächsten Stream, der schon morgen Abend, Montag um 19 Uhr stattfindet auf twitch.tv. Und dann bis dahin bleibt einfach nur gesund und so cool und geschmeidig und positiv, wie ihr es immer seid.